Hallo Leute und damit zurück zu Folge 4 von Challenge Time. Leute, wir sind noch bei Alien Isolation. Ich habe euch heute jetzt, oder ich hole euch heute gleich mal hier ab. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß ja, dass es hier noch mal so einen kleinen Vorraum gibt, bevor ich in die Alienhölle rübergehe. Und wir machen alles wie gewohnt. Natürlich sammle ich mir hier erstmal schön alles ein. Ich habe heute mal die Kamera mal aus der Ecke oben rausgenommen, denn den Fehler, den ich beim letzten Mal gemacht habe, ist, dass ihr oben gar nicht die Zeit sehen konntet. Diese 30 Minuten, die nebenbei noch ablaufen, wenn ich hier das Game starte, wenn ich da aus der Tür hingehe. Und das ist natürlich schon cool, wenn ihr das auch seht, ne? Einen Riesenplan habe ich heute näher, wie ich das Thema hier angehe. Das Ziel ist ja immer noch, aus dem Bereich rauszukommen. Und ich frage mich gerade, ob ich heute vielleicht mal lieber statt dem Geräuschmacher erstmal mit dem Mollo anfange. Und dann mal gucke, was ich vielleicht so finde. Okay, Flammenwerfer ist ausgerüstet, ist nachgeladen. Und wir gehen rein, Leute. Wir müssen direkt am besten in den Schrank rein. Das ist nämlich geblieben, denn guckt mal, wer da ist. Alien, du Schweine, Alien, da ist es wieder. So, ihr seht die Zeit jetzt, Leute. Da kommt's. Hat natürlich einen heftigen Gespürsinn. Okay, jetzt raus. Bedeutet eigentlich für mich, dass ich mal kurz hier vielleicht mal was einsammeln kann, Leute. Ich bin voll. Kann ich da hinten eigentlich rein? Nur ein Schrank. So, hier kenne ich mich ja eigentlich aus, Leute. Guck mal, ob ich nebenbei mal den Mollo irgendwie fertig kriege. Uah. Uah, nein! Scheiße, es geht schon los. Okay, dann kannst du jetzt aber auch mal Xer Mexikaner machen hier. Und vielleicht schon wieder so nervös. Hausig. Kannst du mal hier unter den Tisch? Weil da kommt nämlich gleich wieder. Leise. Vielleicht hat er mich auch bauen gehört. Ich weiß es gar nicht so genau. Mach mal den Geräuschmacher. Bingo. Guck mal, ob du noch was näher. Okay. Okay, jetzt ist er gerade wieder rausgekommen, Leute. Aus dem Schacht. Und jetzt ist er wieder reingegangen. Und woanders rausgekommen. Okay, ich könnte jetzt natürlich... Die Frage ist... Ich muss natürlich heute mal darauf achten, dass ich mal... Vielleicht mal ein bisschen besser die... den Geräuschmacher und so benutze, ne? Was brauche ich denn jetzt noch für den Mollo, Leute? Lasst mich mal kurz gucken. Ethanol. Okay, ich schleiche, Leute. Wieder irgendwo rausgekommen.
Das Ding ist, ich kenne die Soundkulisse so gut mittlerweile durch das private Spiel, was ich ja mache. Wobei ich da mittlerweile tatsächlich schon durch bin, Leute. Mit der Hauptkampagne. Was war das für ein Geräusch? Bist denn du? Ah, stimmt. Der ist auf jeden Fall in der Nähe, Leute. Ja, müsste jetzt hier wieder reinkommen, ne? Treppenhaus abriegeln habe ich verfehlt, Leute. Alles klar. Ja, ich verstehe. Aber das ist der einzige Weg. Scheiße. War dumm. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut sogar, mein Freund. Bindemittel. Schrank. Du Ethanol dabei? Nö. So, wie war denn das jetzt hier? Jetzt musste ich ja hier raus irgendwie. Der ist... Alter! Schweinesau. Ich hab noch... Ich hab noch verletzt, wenn ihr versteht. Nee, hier bin ich schon richtig. Hier wollte ich doch die ganze Zeit mal hin. War hier ein Schrank, bitte? Danke dir. So, das Treppenhaus kann ich ja nicht mehr abriegeln, Leute. Das ist mir im Moment aber auch erstmal egal. Denn ich würde ja gerne grundsätzlich erstmal gucken, wie ich überhaupt rauskomme. Okay, angeblich ist er jetzt hier nie. Der kommt doch jetzt gleich wieder raus. Könnt ihr mir doch nie erzählen. Scheiße, ich habe nur noch 14 von dem Ethanol, Leute. Flammenwerfer-Zeug. Gott. Was ist denn der, Leute? Okay, wieder was verfehlt. Da ist ein Ausgang. Kann sein, der kommt jetzt direkt hier gleich raus, ne? Gott, da ist noch eine Tür, Leute. Ich drehe sie durch. Den Schrank, bitte. Ladungspaket. Herzlichen Glückwunsch. Boop. Oh, ich gehe mal schnell in den Schrank. Ich bin auf jeden Fall auf einer Etage, wo ich noch nie war, Leute. Das kann man schon mal so festhalten. Und die ganzen Nebenquesten, Crewkarte, Treppenhaus, sind alle schon durch. Gut, dass das nur optional ist. Er ist wieder rausgekommen. Kommt schnurstracks hier in den Gang. Er ist links von mir. Boden. Jetzt kommt er. Oh, das ist gut. Das könnte sogar richtig gut sein. Habe ich neue Muni für den Flammenwerfer? Nee. Ach, hier bin ich doch schon mal gewesen, Leute. Jetzt erinnere ich mich auch. Scheiße, er kommt. Würdest du mal... Nein, das war dumm. Oh, es hat gereicht nochmal. Nein, es hat nie gereicht. Die Sau, ey. Die dumme Sau, ey. Oh Gott. Okay, alles klar. Okay. Scheiße. Oh Gott, ey. So, na dann.
Nochmal die Runde, Leute. Eieieiei. Aber ich denke schon, dass ich da auf jeden Fall die Treppe hoch muss, um rauszukommen. Ich soll ja irgendwie aus dem Keller raus. Wenn ich das richtig verstehe. Und das will ich natürlich schaffen, ne? So, ich brauche jetzt noch Ethanol. Flammenwerfer ist am Start. Und wir gehen raus. Das müssen wir halt immer machen, Leute. Weil das Fiese ist, dass der wirklich direkt kommt, wenn ich da aus der Tür rausgehe. Okay, ist die Luft anhalten. Ja. Doch dahin rein, oder? Ich hoffe. Alter, erschrick mich doch noch mal eine Runde. Oh, fuck. Okay, er ist wieder irgendwo gekommen. Oh, das war jetzt aber ehrlich gesagt richtig Glück, ne? Der mich da nie gesehen hat. In die Richtung gehen brauche ich ja nie, oder? Scheiße, das war vielleicht ein Fehler. Hab's trotzdem getan. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss von dem Gang weg, ne? Oh Gott, sehen Sie es hinter mir auf. Was ist denn der? Oh Gott. Gibt's hier auch eine Option zu stehen, ohne dass der mich bekommt? Der ist direkt hier. Nein! Oh, er kommt. Kann man den hier überhaupt erwischen? Leute, dann gehe ich nämlich gar nicht mehr in den Schacht rein. Das ist ja richtig doof. Also im Hauptgame kann man den auch aus dem Schacht verscheuchen eigentlich, wenn man den ansprüht. Aber hier will das irgendwie nicht so richtig klappen, Leute. Ich weiß nicht so richtig, wieso. Denn das ist ja schon ärgerlich. Muss ich sagen. Naja, gut. Okay, ja. Auf ein neues. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass ich es irgendwie nie packe. Nur mal so eine kleine Prognose meinerseits. So, kann ich den eigentlich auch mal hier die Tür aufmachen? Und dann mal hier in den Schrank reingehen. Bringt mir das irgendwas? Ja, danke, ich wollte schon sagen. Jetzt kommt er komischerweise näher. Glaube ich dir nie. Das glaube ich dir nie, Spiel. Okay, das ist ehrlich gesagt überraschend. Warum mache ich das hier immer? Uah! Sieht er mich nie? Doch. Und sprühen.
Gibt's hier irgendwo Ethanol für mich? Das wäre toll, wenn wir da mal was bekommen würden. What? Kann ich? Nee. Nee. Denn dann kommt er ja von da, ne? Gibt's hier mal irgendwo Ethanol? Okay, er kommt. Reicht das noch? Es hat gereicht. Nein. Ja. Ich bin sowas von toll. Das glaube ich dem Alien hinterher. Damit rechnet er nämlich nie. Freunde. Ja, nix. Alter. Da will mich doch komplett rollen, oder? Kommt der von hinten? Da bitte rein. Oh, Scheiße. Ja, hat er mich schon mal bekommen, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch mal. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mal so ein. Achso, bastel den, genau. Ach so, ein Geräuschmacher dahin hinballer. Der vielleicht auch mal da hinten bleibt, Leute. Na geil. Feuerrichtung. Jetzt kommt er wieder raus, ne? Nur von welcher Richtung kommt er jetzt? Gehst du da hin lang? Oder trickst du mich aus? Keine Ahnung, Leute. Ich habe irgendwas mal ausprobiert jetzt. Ja, ob das alles so die richtige. Oh, das Flammenwerferzeug. Natürlich völlig vergessen. Natürlich richtig nice. Was sehr, sehr schade ist. Die Tatsache, dass man im Schrank leider nie bauen kann. Das ist so, das wäre ja so der optimale Fall, dass ich da in Ruhe im Schrank bauen kann nebenbei. Aber wenn ich da ins Baumenü gehe, geht Amanda sofort aus dem Schrank raus, leider. Naja, du guckst jetzt, ich weiß es doch. Naja.
Raummaschine, nee. Ja, eins habe ich ja zu lange gewartet. Wir wissen es doch. Er ist genau jetzt gerade irgendwo reingegangen. Übel nice. Nur wir, Leute, wir müssen erstmal bauen. Sagst, würdest du da bitte reingehen, Amanda? Danke. Oh. Ich kann jetzt endlich den Cocktail bauen, Leute. Das ist halt richtig gut. Weil der sorgt natürlich auch dafür, dass das Elend mal ordentlich ins Reingeprügelt bekommt von mir. Und ich habe jetzt wieder Flammenwerfer-Muni. Halt schon. Kommt. Ich frag mich halt wirklich, wie man das schaffen soll. In der kurzen Zeit, diese ganzen optionalen. Alter. Ich drehe so durch, ey. Gut, ich muss den jetzt abfackeln, Leute. Wir wissen es doch. Wir müssen das jetzt machen. Ah nee, der ist jetzt da hinten rein. Hast du das noch in den Schrank rein? Oh Gott. Okay, Leute, ich habe schon wieder diesen Sonnenstrahl. In wie vielen Aufnahmen habe ich jetzt immer diese Sonne? Ich weiß auch nicht. Der Witz ist, dass es, wenn ich hier die Aufnahme starte, immer total Tristesse draußen ist und total düster und wolkenbehangen. Und häufig, wenn ich die Folgen dann einspiele, kommt dann die Sonne irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob mir irgendjemand was sagen will. Aber ich finde das so interessant, dass ich es mal erwähnen würde. Und wenn ich hier durch bin, regel ich das auch mit dem den Sonnenstrahlen. Leute, ihr müsst da jetzt mal kurz durch, denn wir sind ja mitten in der Action-Szene. Geh bitte. Nee, er geht natürlich nie. Warum hast denn du so schöne Zähne eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Die sind so gerade. Passt irgendwie gar nicht zu dem Alien, der so schöne Kauleisten hat. Sag mal, was das Ding ist. Kommt jetzt, ne? Willst du das mal versuchen, jetzt mal auf die Etage hochzuschaffen? Wenn der kommt, dann prügeln wir dem ins rein. In Form... Okay, Taschenlampe kann ich hier auch finden. Ich habe wirklich eine Taschenlampe. Okay, alles klar. Bringt mir halt nur leider nichts jetzt im Moment. Kann ich denn so weit wie möglich mal nach oben gehen? Jetzt vielleicht einfach mal hier hochgehe, ohne da jetzt nochmal abzustoppen. Wie ist denn das? Damit ich mal weiß, was hier eigentlich... Hey, du kommst hier gar nicht rein, ne? Okay,
Okay. Jupp. Können wir noch was bauen? Ja, wir können noch einen Geräuschmacher machen. Geräuschmacher machen. Wunderbar. Okay, dann ballert das doch da unten rein. Okay, hier kommen wir gar nicht rein, Leute. Das bedeutet, wir müssen da auf der Etage unter uns weitermachen. Ist ja eigentlich ein Schacht. Ich laufe hier schon wieder so chillig rum. Das wäre ja nichts. Der Schrank ist natürlich... Nee, alles cool. Was? Könntest du jetzt natürlich mal... Hat nie geholfen. Guck mal, wie der immer noch auf mich lauert. Kannst du jetzt mal bitte abhauen, Alter? Nein! Oh Gott, ich musste nachladen. Oh Gott. Achso. Und dass die Systemdaten bescheinigt, ne? Okay, alles klar. Ladungspaket. Alter Schwede, Leute. Hier ist ein Schacht. Sag's nur. Wie komm ich denn hier raus, Leute? Geht's nochmal hier rein? Und stell fest, ich auf jeden Fall in dem Raum bin, wo ich noch nie war. Können wir so schon mal festhalten. Hier was zu holen? Ja, geil. Ohne was. Chili. Eieieiei. Okay, es kann natürlich auch sein, dass ich dahin, dass ich da in diesen Schacht rein muss jetzt, ne? Oh Gott, im Himmel, wirklich. Kann das vielleicht wirklich sein, Leute? Oh oh. Oh oh. Freudig ist es bitter, dieser Schacht. Achtung. Alienalarm. Überhaupt nicht laut. Kommen sie im Fahrstuhl? Das ist auch sowas. Scheiße. Mach am besten mal das Licht an. Fahrstuhl. Okay, Fahrstuhl. Wo ist denn der Fahrstuhl, Leute? Weiß es nicht. Aber wir haben jetzt hier so einen richtig räudigen Sound, ne? Oh mein Gott. Uah. Nee, halt nix, Leute. Lagerlicht ist halt echt nicht so geil. Heute, ich sehe nichts.
Ich sehe nichts. Warum flackert denn das jetzt hier so eklig? Fällt mir überhaupt. Ach, dort ist es. Alles klar. Kommst du jetzt hierher? So. Oh! Oh Gott. War natürlich viel zu nah, ne? War viel zu nah, Leute. War viel zu nah, den Molly hier zu schmeißen. Oh Gott. Shit. Alter, jetzt bin ich halt gestorben, weil ich kein Leben mehr hab, ne? Oh, das ist schade. Das ist so schade, Leute. Weil das eigentlich bisher das Beste war, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe natürlich ein bisschen was gelernt. Zumindest, wo ich grob hin muss. Das kann man ja schon mal festhalten. Und ich versuche das nochmal zu schaffen jetzt. Genau zu diesem Punkt zu kommen. Warte mal, Fahrstuhl. Ich bin. Jetzt check ich's gerade, Leute. Ich muss hier runter wieder. Ich verstehe, alles klar. Leute. Blick's. Ich hab's selber geblickt gerade. Alles klar. Okay. Okay. Kommst du nie rein? Glaube ich denn hier? Frage ist, das in die Richtung kürzer? Nee. Suche ja eigentlich den kürzesten Weg zu dem Treppenaufgang, Leute. Gehen Sie bitte. Ist so klar. Boah, das ist ein bisschen zu knapp, die Nummer. Leute, das ist mir echt ein bisschen zu heftig. Bin ich auch ganz ehrlich. So dumm. Die halt einfach immer wieder da ist. Weine. Oh Gott. Hören Sie bitte auf damit. Ja nichts drin. Okay, jetzt müsste ich ja eigentlich nur rechts von uns, ne? Das bedeutet, wenn ich beim nächsten Mal starte,
müsste ich mich ja eigentlich auch noch rechts halten, um relativ knackig zu der Tür zu kommen, oder? Das wäre ja so der absolute Traum. Okay, die Sonne ist auch weg, Leute. Jetzt. Natürlich jetzt auch wieder völlig vergessen. Ich traue halt näher. Ich wollte gerade sagen, man darf halt nicht so schnell den Atem aufhören zu halten. Wieder mein Herz, ey, wirklich, das ist so krass, ja. Das ist einfach zu heftig. Okay, fuck, ey. Dann nie wahr, ey. Alter Schwede. Freunde. So, da ist noch die Komponente B. Mittlerweile kenne ich den Loot hier im Raum. So, Ethanol brauche ich wie gehabt. Dann wäre es cool, wenn du den Mollo auch eigentlich mal so schmeißt und dir direkt selber Schaden nimmst. Aber das sind halt eigentlich genau die Panikmomente, Leute. Hier bin ich dann, ja, ja. Das Ethanol, Leute. Das ist bitte eingesammelt. Geil. Ein bisschen Zeit zum Bauen muss schon sein. Oder zum Basteln, eher gesagt. Genau, mach das mal. Okay, mehr kannst du nie. Guck bitte nochmal. Hinter uns ist er. Der ist im Raum. Warte, Leute. Der ist jetzt genau hier in meinem Radius gerade. Vielleicht geht er ja nochmal in den Schacht rein. Stellt euch mal vor, wie cool das wäre. Jetzt steht er da ewig hier rum, oder was? Was macht denn der da? Ja, schon gerne mal beobachten. Guck mal, da geht er nicht mehr weg. Jetzt kommt er. Ist so geil mit den Türen auch.
läuft ja hier rum, als wäre es das Normalste der Welt. Dass das Alien über die Station läuft, der übergeht. Geil wäre es, wenn er sich auch immer mit so einem Chip-Ausweis noch die Berechtigung einholen müsste. Alter, geh doch mal bitte jetzt. Ich bete dich wirklich ganz herzlich. Guckt euch das an. Okay. Gott. War ich das? Gott. Bin ich denn jetzt? Bin ich hier in so einem Lager oder was? Scheiße. Ja, ob ich hier hin wollte, Leute. Achso. Ja, kommt, Alter. Na gut, das habe ich denn. Verpiss dich bitte. Entschuldigung für das Wort, Leute, aber. Ein bisschen Aggression muss schon mal sein. Wo ist denn jetzt hier mal bitte mein Treppenaufgang, Leute? Müsste der nie jetzt hier kommen, bitte? Wo ist denn der? Nee, da ist er doch. Alles cool. Treppenhaus abriegeln. Oh, nein. Scheiße, ja klar, das muss natürlich auch nochmal passieren, Leute, ne? Ja, logisch. Naja, davon habe ich die ganze Zeit gesprochen. Leute, ich pack's nie. Ich pack's einmal nie. Pack es einfach nie. So, haben wir jetzt hier alles. Komponente B. Ja, sieht gut aus. Oh, fuck, ey. Gut. Dann nochmal. Ich würde sagen, das letzte Mal wie jetzt. Weiter, weil... wird halt nicht besser, ne? Aber ich bin schon, ich habe schon ein bisschen mehr einen Überblick, wo ich genau hin muss und so. Das hat mir beim letzten Mal tatsächlich gefehlt, die Nummer. Da extreme Probleme mit meiner Orientierung hatte. Alter. Ja, wir wissen es doch. Du bist... prima, Donna. Ich war dir jetzt ein bisschen länger bewusst. Das müsste doch aber reichen, oder? Danke. Und die Frage ist, gehen wir dem jetzt mal hinterher. Immer mal, was können. Habe ich da gerade Ethanol gesehen? Ja. Achso. Ja. Geil. Ist halt wirklich direkt wieder zurückgekommen, Leute. Mir das. Danke. Ein Schacht hier. Da hinten ist Ethan. Nicht gut. Ist den ohne ausrauben? Okay, ich kann den Mollo bauen, Leute. Ich nice. Denn. Dann du bitte. Okay, mehr geht nicht, Leute. Okay, hebe ich mir den Flammenwerfer jetzt mal auf. Gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn es geht. Oh, nee. Das ist unfassbar. Leute, ich pack's nicht.
Shit. Okay, Leute. Ja, also, Mann, ey. Mann. Ist echt ärgerlich. Ich bin schon besser geworden. Und bin auch natürlich noch motiviert. Aber das ist schon echt knackig, Leute. Es ist richtig knackig, weil ich ja noch nicht mal die optionalen Ziele nebenbei machen kann. Und mich eigentlich seit fast 2 Stunden jetzt nur darauf konzentriere, überhaupt aus dem Keller rauszukommen oder aus diesem Bereich. Und ich frage mich wirklich, wie man das spielt, wenn man die optionalen Ziele noch mit einsammelt. Das finde ich natürlich schon ziemlich heftig. Ich hätte natürlich viel besser noch die Geräuschmacher verwenden können. Da habe ich schon im Hauptgame Probleme gehabt, weil natürlich liegt es nie in deiner Natur, Geräusche zu machen, weil du natürlich nie auf dich aufmerksam machen willst. Und dann ist mir das im Hauptspiel 1000 Mal passiert, dass ich den Geräuschmacher gegen eine Wand oder so geknallt habe oder der irgendwo abgeprallt ist und der Geräuschmacher wieder direkt zu mir geflogen ist und das Alien dann sofort auf mich zukam. Also solche Geschichten. Und das sind dann so Erfahrungswerte, wo man dann sich denkt, oh nee, ich will das nicht mehr benutzen, ich kann nicht mehr. Ne? Leute, ich guck mal, ob ich nächste Woche nochmal eher in Isolation mache, ob ich die Challenge Time dann nochmal weitermache. Und wenn nicht, dann würde mal ein Reingelohns kommen für nächste Woche Freitag. Und für heute verabschiede ich mich. Tut mir leid, Leute, ich habe es nicht geschafft, aber ich zweifle daran, wer es überhaupt schafft. Ganz ehrlich, Leute. Aber ja, Leute, ich verabschiede mich für heute. Wer Bock hat, kommt morgen 17 Uhr wieder bei Dark Souls vorbei. Da geht's weiter. Und sonst wünsche ich euch heute einen schönen Freitag, einen schönen Abend. Und alles Liebe, Leute. Macht's gut. Tschüss.